Hello Lovebuns, heute möchte ich mit euch über das kommende Lehrer-Update sprechen. Das ist am 19. Mai, 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Das Thema dieses Jahr ist das Leben im Feuer. Seit Anbeginn der Zeit ist Feuer unsere Führung, unsere Sprache, unser Ausdruck. In der Zeit des Agni-Yuga wird das Feuer, das wir kennen, zu Bewusstseinsimpulsen. Über die Initiation der Feuerkugeln in uns werden neue Bewusstseinswellen freigelegt und zugänglich gemacht. Für uns als spirituelle Lehrer sind das Schöpfungswelten, auf die wir Einfluss nehmen können. Neben unseren eigenen. Das Leben im Feuer heißt, wir jonglieren und spielen mit dem Feuer auf allen Ebenen. Das Feuer ist in uns und um uns herum. Wir sind dem Feuer so nah, wie das Feuer uns nahe ist. Es gibt keine Trennung mehr zwischen innen und außen. Diesen Balanceakt vom Spiel, Jonglieren und Manifestation bereiten wir einen Weg für die Menschen in dieser Welt, sich ihrem neuen Bewusstsein zu öffnen und dem neuen Bewusstsein zu folgen. Für sich. Wir werden alle zu Magiern, die nicht mehr einer stringenten, begrenzten Führung folgen müssen oder diese Führung geben müssen, sondern aus den Feuerwellen entsteht eine Führung, die lebendig ist, ständig wandelbar, sich immer anpassen an das, was sein muss und will und die gleichzeitig zu permanenter Aktivität, Kreativität und Flexibilität auffordert, um die Bälle in der Luft zu halten. Die Magier sind frei, sich ihrer Verantwortung bewusst, und spielen heißt nicht verantwortungslos sein, sondern spielen heißt, wir dürfen lernen und lehren, wie Leichtigkeit, Leichtigkeit der Schöpfung, Leichtigkeit des Feuers, Leichtigkeit der Manifestation, die Leichtigkeit der Transformation. Die Feuerbälle der Schöpfung nähren uns, tragen uns und haben eine Durchschlagkraft, wie wir sie bis dato noch nicht erlebt haben. Es ist Zeit, sich unserer Verantwortung bewusst zu werden und unsere Aufgaben zu stellen und klar Führung im Feuer zu übernehmen. Ich freue mich, euch am 19. Mai zu sehen, und seid glücklich, seid lieber, bleibt sicher in eurem Licht. Bis dann.